Der Architekt zeichnet, die Bank zahlt, die Gemeinde winkt das Projekt durch. So war es früher. Wie ist es heute? Sehr viel komplizierter. Es ist wirklich genau so, dass diese Standardprogramme im Wohnungsbau heute eigentlich nicht mehr funktionieren. Unsere Gesellschaft ist komplizierter geworden. Wir spüren langsam, dass wir in einen Ressourcenengpass hineingeraten. Wir merken auch, dass wenn einfach jeder für sich sein Projekt realisiert, dass am anderen Ende Infrastrukturprobleme und Infrastrukturkosten produziert, die wir uns als Gesellschaft vermutlich nicht mehr leisten können. Was müsste sich ändern? Ich glaube, wir müssten als Eidgenossenschaft uns wieder einmal daran erinnern, was das Projekt Schweiz ist, wie wir zusammen unsere Zukunft gestalten wollen, wie wir zusammen unsere Ressourcen nutzen wollen, um auf diese Anforderungen, die auf uns zukommen, das sind die demografischen Fragen, das sind vor allem die Ressourcenfragen, wirklich zusammen Antworten zu finden. Ich nehme ein bisschen mit Trauer und Unsicherheit zur Kenntnis, dass wir im Moment eigentlich vor allem einen Verlust und einen Neiddiskurs führen in diesem Land. Dass wir auch gerne anderen die Schuld geben für das, was wir selber nicht in den Griff bekommen haben. Und da hoffe ich, dass wir über die Generationen hinweg dieses Projekt endlich wieder neu starten.